Hi Leute, ich bin heute hier in München in der Beach 38 Location, weil wir ja heute die FitTech Summit haben von Burda Media. Das ist die erste FitTech Summit weltweit. Sind super viele Startups da. Das Wetter hält zum Glück auch noch, es regnet noch nicht. Und es findet alles da drin in dieser Halle statt. Alles Sandboden, weil es eben eigentlich eine Beachvolleyball Location ist. Und ich werde hier heute in 2 Stunden mit 4 anderen Leuten eine Diskussion bzw. ein Panel führen über die mentale Stärke. Und das alles auf Englisch. Wird, glaube ich, sehr cool. Das ist eine erste Diskussionsrunde bzw. mein erstes Panel überhaupt. Und das auch noch auf Englisch vor vielen Leuten. Aber wird auf jeden Fall interessant. Ist hier super cool. Sind mega viele Fitnessmarken hier, die eben gerade erst gegründet wurden. Und unter anderem auch Under Armour. Sponsert hier alles ein bisschen mit. Von daher super coole Location und wird ein toller Tag. Genau, nicht draußen, sondern noch drin, aber ganz drin. Ja, genau. How are you? Good. When is your session? Also das ist die Bühne, wo ich gleich reden werde. Ich muss in 15 Minuten da sein und ja, wird cool. Bisschen nervös, alles auf Englisch, also wird lustig. Von der Anmoderation. Mir geht es darum, dass ich am Anfang wahrscheinlich jedem erstmal die Chance gebe, einen Satz zu sagen, kurz vorzustellen, aber bitte nicht zu schwafeln. Das geht mit einer halben Stunde eh schnell durch. Jetzt den Coca-Cola sagst. So, ja, von der Logik. Ja. Ja, und bei dir, was hat dich zur Rennfahrerei gebracht und so weiter? Und wie ist mentale Fitness da? Come up and join me. Yeah, hello, I'm Sophia. I'm 17 years old and I'm a racing driver. I'm currently racing in the Formula 3. I'm racing against boys or men, and that's actually also a big part why mental strength is quite important for me and also all other racing drivers. I started the sport when I was 5 years old, and yeah, I hope to get to F1 once and be world champion. Thank you. Yes, applause, you can applaud. Yes, 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 truly you can. You said it's a matter of mind if you're racing against men or boys. I mean, I would say mentally, women tend to be much stronger than men. How do you see that, and why is mental strength so important for you as a race car driver? Well, if you're racing against boys, you always have to like show them that a woman can also do it, because like, sorry to say, but men are quite stubborn and like they think that women are not able to race a car fast. And yeah, you just need to drive out the respect so they respect you and everything. But in the sport, you can actually win or you can also be last, like 25th or something. And you need to, like, I got rituals, like mental strength rituals, which I do before every race or before every test session, just so I feel comfortable. And if I don't do them, then it doesn't work. It's quite strange, but I got it in my mind, like I need to wash my hair every morning. I have to put on the right glove before the left one, and I always say 5 different words before I get into the car, since like 8 years, and if I don't do it, it doesn't work. And that's quite strange, and I think every athlete and also every race driver has like their rituals or like their mentally special things which they do, so it works out, and yeah. So Sophia, beyond the glove, not everybody needs a glove to work, but you see, that impressed me quite a bit, and I'm going to start thinking about that. What's your 5 cents or 3 thoughts for the audience? I think it's just about believing in yourself and believing in what you're doing and what you love to do. So really just focus on what you want to achieve in your life and try to work hard every hour, every day, every week. And yeah, it's just about self-love and self-confidence, I think. Thank you very much, Sophia. Vielen Dank.
wollen nicht in der Formel 1 sehen. Ja, ich hoffe. Also, ich bin jetzt fertig, hatte jetzt gerade mein Panel, war das erste Mal für mich auf so einer Bühne, hat aber sehr viel Spaß gemacht, waren viele sehr nette und interessante Personen zu Firmen, die da vorgestellt wurden. Und ja, hat das noch zwei Interviews, war Sonne ist auch noch rausgekommen, von daher sehr schöner Tag. Interessante Leute kennengelernt, hat sehr viel Spaß gemacht und jetzt genieße ich noch das Wetter und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!